Ja, Erfolg hat viele Gesichter und viele Gesichter haben auch viele Geschichten. Und eine davon möchte ich euch hier kurz am Anfang erzählen. Für mich bedeutet Erfolg, Menschen gewinnen und erfolgreich zum Ziel zu führen. Doch was heißt das genau? Das bedeutet, dass ich mir zuerst einmal Klarheit über mich, über meine Person haben muss. Ich muss wissen, wer bin ich denn wirklich? Wer macht das aus, was ich heute darstelle? Was hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin? Bin ich das oder sind es die Ereignisse, die mich geprägt haben? Was bin ich wirklich in der Tiefe dieses Tals? Wo ist meine Quelle meiner Person? Oder spiele ich eine Rolle, die ich fürs Leben angenommen habe? Wenn man diesen Menschen anschaut, der auf dem Plateau sitzt, dann sieht er auch in die Ferne. Und in die Ferne heißt, ich muss mir nicht nur Klarheit über mich selbst bekommen, sondern ich muss auch eine Vision haben. Wo will ich noch hin mit meinen Jahren, die ich vielleicht noch habe? Keiner von uns weiß, ob er morgen noch hier sitzt. Die wenigsten wahrscheinlich, weil ihr geht alle nach Hause. Aber sind wir noch auf diesem Planeten? Sind wir noch da, wo wir etwas erreichen können? Oder ist es aus und vorbei? Klarheit über sich selbst und Klarheit über diese Vision seiner selbst in den nächsten kommenden Jahren. Sind es die Mitarbeiter, wenn wir eine Führungskraft sind, die unser Team prägen, die unsere Vision mittragen, oder sind wir die Einzigen? Kämpfen sie für die gleichen Ziele wie wir und sind die bei uns zu Hause, in unserem Freundeskreis, die uns unterstützen oder uns bremsen? Über das müssen wir uns klar werden und das ist der erste von drei Punkten, den ich euch gerne hier mitgeben möchte. Es ist nicht immer leicht, über solche Dinge zu reden, deshalb hat das Leben selbst auch Täler und zwischendurch auch Berge. Damit wir tief rein können und von oben unsere Perspektive und unsere Weite sehen, wo wir uns in Zukunft in nächster Zeit antreffen wollen. Und wenn wir tief genug gehen, dann wissen wir auch, wofür wir brennen. Und das ist essentiell.